Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa lieb Fleisch Hammer Barbecue. In meiner letzten Folge habe ich euch meinen neuen Napoleon Grill vorgestellt, den Freestyle 425 Zip. Und da war ja was dabei. Richtig, eine Rotisserie. Darum geht es heute. Wir gucken sie uns an und ich möchte gerne checken, braucht man wirklich einen Heckbrenner, um ein richtig geiles Grillhähnchen hinzukriegen. Nach meinem Intro, da klären wir das. Bevor wir uns um das Hähnchen kümmern, schauen wir erstmal nach, was ist hier überhaupt in dieser Kiste drin. Reicht uns das aus? Aber ich glaube schon. So, also ausgepackt. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Noch zwei Kartons. Da gucken wir noch mal rein, was da drin ist. Brauchen wir nicht mehr. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist die Halterung für den Motor. Ja, die muss ich natürlich gleich an den Grill noch schrauben. Ja, da muss ich gleich nochmal Werkzeug für suchen. Und hier ist noch eine Verlängerung. Der Griff und natürlich die Spieße. Dann, was könnte da wohl drin sein? Wenn es eine Rotisserie ist, könnte das vielleicht der Motor sein. Jetzt bin ich gespannt, wie lang ist das Kabel? Das ist ja auch manchmal sehr knapp bemessen bei einigen Herstellern. Und sieht erstmal lang aus. Könnte aber vielleicht auch noch mal so einen halben Meter länger sein. Aber Kupfer ist teuer. So, also, ja, der spießige Spieß, die Halterung, der Griff, eine Verlängerung, alles ist da, was wir brauchen. Ich würde mal sagen, das montiere ich jetzt erstmal am Grill und dann kümmern wir uns ums Hähnchen. Da sind auch schon die Hauptakteure. Oder ist das der Hauptakteur? Ich weiß es heute gar nicht. Oder ist das vielleicht der Grill? Ne? Auf jeden Fall, hier ist das Essen. Ich wollte eigentlich gerne Kikok-Hähnchen haben. Habe ich heute nicht bekommen, waren schon ausverkauft. Habe ich jetzt ganz normale Grillhähnchen genommen. Schmecken aber bestimmt genauso gut. So, das hier ist jetzt der Spieß mit Verlängerung und hier mit dem Feststell-Dingsbums. Irgendwas. Es ist kein Kontergewicht dabei. Das kenne ich normalerweise bei anderen Rotisserien, dass meistens dann auch ein Kontergewicht dabei ist, damit es keine Umwucht gibt, wenn es sich dreht, damit der Motor einfach auch ein bisschen länger hält. So, ist hierbei nicht dran. Finde ich schade. Hätte man vielleicht noch machen können. Aber nur gut. Zwei Spieße oder zwei Gabeln sind dabei. Und ansonsten brauchen wir jetzt heute für unsere Grillhähnchen nur noch ein paar Teile, ein bisschen Butter habe ich hier, ein bisschen Knoblauch, das habe ich hier, den habe ich hier. Ja, und ein Hähnchengewürz, ne? Hier vom Big Mike, Fries and Chicken, ganz, ganz, ganz lecker. Ihr könnt natürlich auch Paprika, Salz, Pfeffer nehmen, was auch immer, oder ein anderes Gewürz eurer Wahl. Ich nehme das gerne vom Mike, weil mir schmeckt es, wenn ihr doch dafür einen Gutscheincode braucht. Schaut mal auf meine Webseite vorbei, papaliebfleisch.de. Da habe ich Gutscheincodes versteckt und wer sie findet, der darf sie benutzen und behalten. Ansonsten dürft ihr natürlich sowieso gerne meine Seite benutzen für Codes. Nein, ich wollte besuchen sagen, was ist denn heute mit mir los? Halleluja! Ansonsten, wenn euch jetzt schon mal das Video gefällt, würde ich mich hier freuen über einen Däumchen nach oben. Macht auch noch die Glocke beim Abonnieren an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, also auf jeden Fall ein Abo da lassen, damit dieser Kanal wächst. Über nette Kommentare freue ich mich auch. Und jetzt kommt ihr näher ran. Wir bereiten die beiden Scheißer hier vor.
Die Hähnchen sind natürlich mit klarem, kaltem Wasser abgespült und einmal auch abgetupft. Und jetzt möchte ich sie gerne ein bisschen würzen. Viele würzen die Hähnchen nur von außen. Ich kann euch einfach mal raten, macht mal hier so ein bisschen die Haut ab. So wie ich jetzt hier zeige, so dass ihr hier quasi Taschen habt. Und nehmt dann eure Gewürzmischung und nicht die Wespe. Rein damit, ein bisschen einmassieren. Dann kann nämlich die Gewürzmischung wunderbar auch in das Fleisch mit einziehen. Ja? Nur so als kleiner Tipp von mir für euch, gratis heute. Jetzt sind schon zwei Wespen da. Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch gerne von außen etwas würzen. Gerne von beiden Seiten, ja, überall so ein bisschen was von eurer Lieblingsgewürzmischung dran. Dann freut sich der Gockel. Und das macht ihr natürlich, wenn ihr zwei Hähnchen macht, mit dem zweiten genauso. Die Hähnchen sind jetzt erstmal vorgewürzt, aber ich möchte die noch gerne etwas füllen. Ihr könnt übrigens auch ein bisschen von der Gewürzmischung, die ihr nehmt, auch ins Hähnchen rein streuen und verteilen. Dann geht da auch noch ein bisschen was von dem Gewürz ins Fleisch mit über ein, wie auch immer. So, ihr seht schon, Knoblauch ist heute auch unser Begleiter. Noch mal ganz kurz die Butter weg. So, einmal kurz knacken. Dann können wir besser schälen. Hier ist der Knoblauch. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Butter. Das ist übrigens gefrorene Butter. Deswegen habe ich mal heute das ordentliche Hackeball hier genommen. Mit so einem dünnen Messerchen hätte ich es nicht klein gekriegt. So, zwei. Machen wir mal so vier solche Riegel ab. Und was machen wir wohl mit den ganzen Sachen? Richtig rinnende Futt. Eins, zwei, drei und vier. Und ein bisschen Knoblauch noch hinterher. Na komm. So. Das ist es auch schon. Und jetzt werden sie aufgespießt. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich muss gleich noch mal gucken. Wahrscheinlich muss ich noch mal hier so ein bisschen den einen Gockel mal drehen. Der hat mir so eine doofe Umwucht. Das mag ich nicht. So, also noch mal umdrehen. Aber ihr seht, glaube ich, schon, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich die beiden Öffnungen von den lieben Gockeln aneinander gelegt, damit mir nicht die Butter sofort beim Drehen rausrollt. Und so sieht es besser aus. Und damit gehen wir jetzt rüber an den Freestyle. Und da sind wir auch schon am Grill. Da ist der Spieß, da sind die beiden Gockel. Und noch mal ganz kurz zu dem Setup jetzt heute hier. Ich habe die Gussroste rausgenommen von meinem Freestyle und hier eine Tropfschale, ja, eingelegt, damit mir natürlich der Grill jetzt nicht versaut von der ganzen Butter. Das ist ganz klar. Gussroste deswegen raus. Hätte sonst nicht funktioniert mit dem Drehen. So, was habe ich sonst noch? Ich habe die beiden äußeren Brenner nur auf minimaler Stärke. Und ich hatte sie gerade eben noch ein bisschen weiter aufgedreht, bin dann schon auf 250 Grad gekommen. Ja, das ist natürlich jetzt viel zu viel. Ich möchte gerne eine Temperatur von 200 Grad erreichen. Und ich glaube, das schaffe ich gleich. Muss mal ein bisschen rumfummeln, mal gucken, wie die Einstellungen dann so sind. Ich würde jetzt einfach sagen, die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja. Ich mache den Deckel zu, benutze wieder das Tollste hier an dem Grill. Ihr wisst, was es ist. Ich sage mal Prost, ich räume da auf. Wir sehen uns dreiviertel Stunde wieder. Dann sind die beiden Scheißerchen hoffentlich fertig. Ich sage jetzt erstmal
Prost. Das sieht gut aus. Es fühlt sich auch nicht ganz so knusprig an, wie ich es erhofft habe. Aber ich rupf die kleinen Scheißer jetzt erstmal hier von der Tanzstange und dann kommt das Hackebeil. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Da sind die beiden süßen Scheißer. Und ich nehme jetzt einfach mal einen hier. Komm mal her. Hoppala, oh, da fällt schon hier der Flügel ab. Ich würde jetzt mal sagen, ihr kommt näher ran, dann schauen wir es uns genauer an. Das ging mal gut durch, würde ich sagen. Ein geiles Messer. Dann schneiden wir uns noch mal so ein Scheibchen von ab. Ja? So, also die Haut. Ja, hätte noch gekonnt. Schmeckt aber trotzdem geil. Davon mal ab. Vielleicht fehlt da wirklich die Power vom Heckburner oder. Vielleicht habe ich auch was falsch eingestellt. Alter, ist das geil. Super saftig, super lecker. Mega. Zu den Einstellungen. Was habe ich gemacht? Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde bis 50, 60 Minuten bei 200 Grad die beiden Außenbrenner laufen lassen. Und dann merkte ich so, okay, die Kruste, die kommt nicht so geil rüber, wie ich sie gerne hätte. Also dann auf volle Kanne, dann hatten wir 250 Grad. Da habe ich nochmal schön 20 Minuten gegeben. Vielleicht hätte ich es auch eher hochdrehen müssen, länger laufen lassen. Wollte ich es nicht. Wie gesagt, ich wollte nicht, dass es zu trocken wird. Ich muss da nochmal durch. Ich feiere das Ding an ja. Vom Geschmack her, ja, also super, ja, super lecker. Das auf jeden Fall eines der einfachsten Hähnchenrezepte, die es überhaupt gibt. Ein bisschen Butter ran. Ihr habt gesehen, ich habe dann zwischendurch auch noch mal mit Butter bestrichen. Das Hähnchen, und ich kann nicht aufhören zu essen, ja, A, weil ich Hunger habe und B, weil es so lecker ist. Ja, absolut. Der Rub von Mike ist der Hammer. Unbedingt probieren. Ich habe ja schon gesagt, geht auf meine Seite, ja, papaliebfleisch.de. Da habe ich einen Rabattcode versteckt. Wer ihn findet, darf ihn behalten und sollte ihn auch benutzen. Da gibt es, ich glaube, jetzt 10% auf jede Bestellung. Und es lohnt sich. Definitiv. So. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich sowieso noch, ne? Däumchen nach oben freuen, nette Kommentare in der Kommentarbox gerne da lassen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich es ohne Heckbrenner knuspriger bekomme. Vielleicht sollte ich die anderen beiden Brenner auch anmachen und vielleicht die Schale wegnehmen. Da muss ich aber so viel putzen. So, ne? Also ihr merkt schon mein Dilemma. Schreibt es einfach in die Kommentare. Abo nicht vergessen. Bei Insta bitte auch noch ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Lecker.